Hallo und herzlich willkommen beim Gähner-Video 2018. Nein, herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und bei euch ist heute Freitag, bei mir ist heute Mittwoch und ich muss sagen, es ist nicht besser als noch vor 4 Sekunden, als ich das letzte Video gedreht habe. Also mal von vorne ran. Seitdem ich ein kleines Kind bin, manchmal in sehr unregelmäßigen Abständen ein Problem, dass ich einen furchtbar juckenden Hautausschlag habe. Und ich denke, ich sollte euch das jetzt einfach mal zeigen. Wir machen heute ausnahmsweise mal etwas die Piepshow und zeigen mehr als sonst. Das geht auf jeden Fall bei mir von hier, hallo Leo, bis nach dort, bis hin zu meiner Huhu, ich sag's einfach, wie es ist. Da ist auch an den Beinen, am Armen, das ist einfach überall. Hier ist natürlich die roteste Stelle überhaupt, also sonst ist nirgendwo so gerötet. Und ja, es nervt mich. Unglaublich. Für mich persönlich das Schwierigste ist, dass es unfassbar juckt. Und dass es echt unangenehm ist, so auch so von sich aus. Es ist etwas, was, also wenn man so drüber fährt, dann fühlt es sich halt an, wie wenn man Gänsehaut hat, um ehrlich zu sein, so ein bisschen. Also die frierende Gänsehaut mit Rötung und Juckreiz, könnte man so sagen. Und es sieht halt wirklich grauenhaft aus und mir fällt auf, dass ich an meinen unteren Beinen gerade voll die komischen roten Punkte kriege. Und ich habe am Anfang habe ich jetzt erstmal gedacht, ich hätte Windpocken. Haben wir dann aber ausgeschlossen, dass es Windpocken sind. Gegen Masern bin ich geimpft, also hier habe ich es auch überall. Jetzt, wo ich gerade die Kamera an habe, merke ich ja schon mal, wo es überall ist. Dann habe ich an Masern gedacht, aber da bin ich gegen geimpft. Und also unsere erste Theorie war ja auch immer noch eine allergische Reaktion auf irgendwas. Aber ich muss zugeben, bis auf eine Kleinigkeit, nämlich eine Schokolade und eine Creme, habe ich nichts anderes als sonst gemacht. Und die Creme müsste jetzt eigentlich langsam besser werden, aber es wird irgendwie nicht viel besser. Und ja, gegen Schokolade glaube ich nicht, dass ich allergisch bin, aber wer weiß. Ja, ich habe auf jeden Fall gestern Nacht habe ich ein Antihistamin genommen und ich habe geschlafen wie ein Baby. aber wirklich viel besser. Also es hat dann auch aufgehört zu jucken. Dieses fiese Jucken hat dann aufgehört und dann aber am Morgen war es wieder da. Also so gegen 18 Uhr rum, 17, 18 Uhr rum, was bei mir morgens ist, also mal frühen Morgen war es dann wieder da. Was nämlich? Ja, den kleinen Mann, den können wir total ausschließen, weil selbst wenn ich gegen den allergisch wäre, dann würde ich lieber 10.000 Jahre Jucken ertragen, als nicht mehr mit ihm zusammen sein zu können. Gestern war ich in der Badewanne, weil meine Mutter noch die Theorie gehabt hat, vielleicht hilft Calendula-Bad. Und das hat dann auch ein bisschen geholfen, aber auch nur insofern, dass dann aus dem bis dato glatten roten Flächen Pusteln geworden sind. Und zwar so ganz komisch geformte Pusteln. Und das war dann auch alles, was es so effizient gebracht hat. Meine Mutter sagt, es könnte eine Nesselsucht sein. Und Nesselsucht ist sowas, wo man manchmal einfach hat, wo die Ärzte selbst nicht so genau wissen, wo es herkommt. Zumindest sagt es unser Buch, das wir da haben, unser halbschlaues. Und mich fällt gerade auf, also mal jetzt ohne Witz, wenn ich jetzt einen Marker nehmen würde, sähe das ein bisschen aus, als ob ich ein römisches Kleid trage. Also so von der Form hier. So, ich bin kein Kletterbaum. Geh weiter. Laut dem Buch kann das halt einfach mal so ein paar Tage dauern und ist dann halt irgendwann weg. So urplötzlich. Es kann genauso schnell. Was ist denn das für ein Punkt da im Hintergrund? Wartet mal.
Ah, jetzt weiß ich's. Gut, es kann genauso schnell verschwinden, wie es aufgetaucht ist. Laut dem Buch ist Stress kein Auslöser dafür, aber ich weiß aus Erfahrung aus meiner Kinderzeit, als ich noch ganz jung war, ihr wisst schon damals, 1800 im Schützengraben. Nein, das war, muss schon in den 1900ern gewesen sein. Da hatte ich das auch schon, also ich habe das schon echt ewig. Und da hat der Arzt zu mir gemeint, dass es vom Stress käme. Also das ist so eine Stressgeschichte ist. Und er hat uns dann, was vergießen die Globulis? Brennnessel. Sie hat uns dann empfohlen, Brennnessel zu nehmen. Und kannst du mir einen Brennnesseltee machen? Gut. Und damals ist dann davon auch besser geworden. Aber im Moment ist es so, dass es einfach nur unfassbar unangenehm ist. Und seit ein paar Stunden, das hatte ich gestern nämlich noch nicht, verbreitet sich es auch noch auf meinem Arm. Das ist es gerade so, dass ich mir denke, lieber Arm ab als Arm dran. ja, auf jeden Fall, ich habe es am allerschlimmsten hat man das, also bei mir zumindest, habe ich es am Torso und am wenigsten verbreitet dann eher so Richtung Beine und so weiter und Arme und auch am Podex habe ich nicht sehr viel. Und ich muss sagen, bei mir juckt es am meisten hier. Einfach hier dieser ganze Bereich, der juckt am allerschlimmsten. Und da am Rücken dieselbe Geschichte im Rücken nochmal. Das Gegenstück halt. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu zu erzählen habe. Und ja, ich würde mich interessieren, habt ihr das auch? Wenn ja, habt ihr das so bei Stresssituationen oder könnt ihr euch da sagen, was wovon es bei euch kommt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.readmeyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ein wundervolles Wochenende. Bis bald. Ciao.